Wir kommen zu unserem ersten Infoclip, den wir für Sie vorbereitet haben. Es geht um das Thema Einkommensteuertarif und Körperschaftsteuertarif. Die ökosoziale Steuerreform verfolgt ja das Ziel, eine deutliche Entlastung der Bürger und Bürgerinnen herbeizuführen, aber auch für Unternehmer die Steuerbelastung, insbesondere für Kapitalgesellschaften, durch den Körperschaftsteuertarif zu senken. Benjamin, kannst du uns da ein paar Details dazu bringen, bitte? Für Bürger und Bürgerinnen hat sich der Gesetzgeber überlegt, den Einkommensteuertarif eben zu senken. Also insgesamt, also in der zweiten Tarifstufe soll der Einkommensteuersatz auf 30% gesenkt werden und in der dritten auf 40%. Also das Ganze wird wirklich durchgesetzt ab dem Jahr 2024 dann, wobei eben stufenweise ab Mitte 2022 und Mitte 2023. Okay. Und Benjamin, kannst du uns auch sagen, wie sich das ungefähr in absoluten Zahlen auswirkt? Was erspart sich der Bürger und die Bürgerin in etwa? Ja, also in der zweiten Tarifstufe maximal 650 Euro und in der dritten Tarifstufe maximal 580 Euro. Das heißt, in Summe immerhin mehr als 1000 Euro sind genau möglich. Ja. Wow. Danke. Don Benjamin, was bringt die Steuerreform für einen Unternehmer in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft für den Körperschaftsteuersatz? Also um eben den Wirtschaftsstandort Österreich dann attraktiver zu machen, wird der Körperschaftsteuersatz bis 2024 gesenkt, also stufenweise jeweils um 1%. Also ab dem Jahr 2024 sind wir dann bei einem Körperschaftsteuersatz von 23%. Na, das klingt sehr positiv, wobei ich glaube, mit diesen Steuersätzen liegt Österreich noch immer im europäischen Mittelfeld, aber ich glaube, der Wirtschaftsstandort Österreich ist damit sicher ein weiterhin attraktiver. Ganz genau, ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.